komm. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Nach Frankreich. On vous salue en France. Und die Schweiz. En Suisse. Belgien. En Belgique. Bis nach Israel. Jusqu'en Israël. Gott ist gut. Dieu est bon. Wir wollen eine Zeit haben im Lobpreis. Nous voulons avoir un temps de louange maintenant. Pour ihm die Ehre geben. Pour lui donner toute la gloire. Gott ist gut. Gut, alle Zeit, er gab ein neues Lied
Vater, wollen dir die Ehre geben heute Abend. Père, nous voulons te donner toute la gloire ce soir. Nur dir. Que à toi. Du bist würdig. Tu es digne. Du bist würdig. Tu es digne. Komm, lass uns noch das Lied miteinander singen. Du bist würdig. Chantons encore ce chant. Tu du bist würdig. Du bist würdig. Preis und Ehre, Hosanna.
Denn du schufst das All und nur dich kann das Leben in dir haben, der Wille, die Kraft. Sagen dazu. Ist gar nicht so leicht zu singen mit einer Maske. Ich weiß, es würde zweimal stärker sein ohne. C'est pas facile de chanter avec un masque et sans, ce serait deux fois plus fort. Wir müssen uns mal ganz dünne Maske kaufen. Faudrait acheter des masques tout fin. Oder unsichtbare. Ou invisible. Habt ihr Interesse, den Timing Gottes zu kennen? Est-ce que vous avez envie de connaître le timing de Dieu? Hat Gott ein Timing? Est-ce que Dieu a un timing? Hat Gott etwas vor? Est-ce que Dieu a prévu quelque chose? Ich liebe Jesaja. Moi j'aime Esaïe. Ich liebe diese Verse. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. J'aime ces versets où il est dit: Mes pensées ne sont pas vos pensées. Meine Wege sind nicht eure Wege. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Und ich möchte gerne meine Gedanken und meine Wege wegmachen. Et moi j'aimerais bien enlever mes pensées, mes projets. Weg. Les prendre comme ça et les enlever. Und seine Gedanken und seine Wege. Et pour aller dans ses chemins, ses pensées. Aber es gibt einen prophetischen Geist. Mais il y a un esprit prophétique. Und da kann man ab und zu so andocken. Et de temps en temps, comme ça, on peut s'y accrocher. Auf die Gedanken Gottes. Sur les pensées de Dieu. Auf die Wege Gottes. Sur les chemins de Dieu. Und da braucht man keine Theologie. Alors on n'a pas besoin de théologie. Da braucht man keinen super intelligent. On n'a pas besoin d'être super intelligent. Du musst nur den prophetischen Geist, dein Geist, andocken lassen. Il faut juste que tu t'accroches à l'esprit prophétique. Hast du Lust? Est-ce que tu as envie de cela? Hast du Sehnsucht, dass du etwas hörst, wo dein Verstand nicht unbedingt alles nachvollziehen kann, aber da drin weißt du, das ist es. Est-ce que tu as envie d'accrocher quelque chose où tu sais que c'est dans ton intelligence, tu sais pas forcément suivre, mais tu sais dans ton cœur, c'est ça, c'est juste. Dein Geist muss es wissen. Ton esprit doit le savoir. Und der prophetische Geist macht das. Et l'esprit prophétique fait ceci. Wir haben hunderte Jahre in Deutschland der prophetische Geist weggeschoben. Pendant des centaines d'années en Allemagne, on a repoussé l'esprit prophétique. Wenn man ab und zu so Geistesgabe akzeptiert. Parfois on a accepté comme ça des dons spirituels. Ja, ein bisschen Heilung. Un peu de guérison. Und vielleicht Unterscheidung der Geister. Peut-être aussi le discernement des esprits. Aber dieser prophetische Geist. Mais cet esprit prophétique. Ja, das war uns nicht so wichtig. C'était pas tellement important. So Grundlage und Lehre. Comme ça, les bases et l'enseignement. Das ist sicher. Ça, c'est des choses sûres. Der prophetische Geist ist nicht sicher. L'esprit prophétique n'est pas quelque chose de sûr. Der prophetische Geist ist, wie du lernst, auf dem Wasser zu laufen. L'esprit prophétique, c'est comme si tu apprends à marcher sur l'eau. Aber Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Mais Jésus a marché sur l'eau. Und er möchte, dass seine Kinder vom Wasser laufen. Et il aimerait que ses enfants marchent sur l'eau. Was bedeutet auf dem Wasser laufen? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher sur l'eau? Glauben. La foi. Vertrauen. La confiance. Vertrauen zu diesem prophetischen Geist. Avoir confiance en cet esprit prophétique. Und heute Abend möchte ich euch über diesen prophetischen Geist sprechen. Et ce soir, j'aimerais parler de cet esprit prophétique. Und ich werde
Jesaja nehmen. Et j'aimerais prendre Esaïe. Weil Jesaja ist der Prophet, wie am meisten Jesus gesehen hat. Parce que Esaïe, c'est le prophète qui a le plus vu Jésus. Jesaja ist der Prophet, wie am meisten ins Neue Testament reingeschaut hat. Esaïe, c'est celui qui a le plus regardé dans le Nouveau Testament. Und ich möchte euch von Jesaja 42 paar Verse lesen. Et j'aimerais vous lire quelques versets de Esaïe 42. Und es fängt an mit einem Wort. Et ça commence avec un mot. Und es heißt siehe. Et ça veut dire voici. Auf Deutsch guck mal. En allemand regarde voir. Schau mal. Regarde. Jesaja. Esaïe. Vermutlich, dass er vor dem Volk Israel gestanden ist. Donc j'imagine, il était debout devant le peuple d'Israël. Und er sagt, sieht mal. Et il dit, regardez voir. Und da spricht er von Jesus. Et là, il parle de Jésus. Und jetzt die Frage. Et maintenant la question. War etwas zum Sehen? Est-ce qu'on pouvait voir quelque chose? Wenn ich sage, Jesus kommt gerade rein. Si moi je dis maintenant, Jésus rentre juste là. Würdet ihr wahrscheinlich alle euch umdrehen. Sans doute, vous tourneriez tous pour regarder. Und da würde etwas reinkommen. Et quelque chose rentrerait alors. Aber dieser Prophet, mais ce prophète, sagt, sieh mal. Il dit, regardez. Es war nicht zum Sehen da. Mais il n'y avait rien à voir. Menschlich gesehen. Humainement. Aber im Geist konnte man sehen. Mais dans l'esprit, on pouvait voir. Jesaja hat gesehen, wer kommt. Esaïe avait vu qui allait venir. Jesaja hat diesen Messias gesehen. Esaïe avait vu ce Messie. Und er sagt, siehe. Et dit, regardez. Und wahrscheinlich waren alle Pharisäer da. Et sans doute tous les Pharisäen étaient là. Und haben gesagt, ich sehe nichts. Et ils ont dit, mais nous on voit rien. Es ist nichts zum Sehen. Il n'y a rien à voir. Gar nichts zum Sehen. Il n'y a rien à voir. Aber es war etwas zum Sehen. Mais il y avait quelque chose à voir. Und das ist der prophetische Geist. Et ça, c'est l'esprit prophétique. Mich interessiert, moi, ce qui m'intéresse, ob du heute Abend etwas sehen wirst. Si toi, tu veux voir quelque chose ce soir. Ob du etwas sehen wirst. Et que toi, tu vas voir quelque chose ce soir. Sag ich, was er, ich fange wieder an. Siehe. Il dit, voici. Mein Auserwählter. Mon serviteur. Der ich halte. Que je soutiendrai. Mein Auserwählter. Mon élu. An dem meine Seele wohlgefallen hat. En qui mon âme prend plaisir. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. J'ai mis mon esprit sur lui. Und er wird das Recht der Nationen hinausbringen. Il annoncera la justice aux nations. Und er wird nicht schreien. Il ne criera point. Und wird seine Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Das geknickte Rohr wird dann nicht zerbrechen und der glimmende Docht wird dann nicht auslöschen. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. In Treue wird er das Recht hinausbringen und er wird nicht versagen noch zusammenbrechen. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Bis er das Recht auf Erde aufgerichtet hat. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Und das sagt der Prophet. Et ça, le prophète le dit. Und er sieht es. Et il le voit. Und weißt du was, dieses Wort ist immer wieder aktuell. Et tu sais, cette parole est toujours encore actuelle. Diese Erweckung, wie kommen wird, ce réveil qui m'a arrivé va venir, ist eine Erweckung von Jesus Christus persönlich. C'est un réveil de Jésus-Christ lui-même. Er persönlich wird diese Erweckung auf die Erde bringen. Lui personnellement va amener ce réveil sur la terre. Und es wird dasselbe Jesus sein, wie Jesaja gesehen hat. Et ça va être le même Jésus que Esaïe avait vu. Und er wird nicht das geknickte Rohr zerbrechen. Et il va pas briser le roseau qui est courbé. Und der glimmende Docht wieder nicht löschen. Et la braise qui s'éteint ne va pas l'éteindre. Das ist der Charakter von Jesus. Ça, c'est le caractère de Jésus. Das ist das Wesen von Jesus. C'est la substance de Jésus. Es gibt Leute, die sagen, die Erweckung wird kommen wie ein Panzer. Il y en a qui disent, le réveil, ça va venir comme un tank. Wird alles platt machen. Ça va tout écraser. Und der, wenn nicht mitgeht, wird zerbrochen werden. Et celui qui va pas faire avec, il va être complètement écrasé. Aber das ist nicht Jesus. Mais ça, c'est pas Jésus. Er wird kommen. Il va venir. Und der glimmende Docht. Et la petite braise.
Vielleicht bist du ein klimmender Doch. Peut-être que toi tu es une toute petite braise. Vielleicht bist du gerade zu Hause. Peut-être que tu es juste chez toi à la maison. Du traust dich gar nicht mehr zu kommen. Tu n'oses même plus venir. Weil du ein klimmender Doch bist. Parce que tu es une toute petite braise. Weil du geknicktes Rohr bist. Parce que tu peux être un tube courbé. Roseau courbé. Er wird kommen. Il va venir. In Gnade und in Liebe. Avec de l'amour et de la grâce. Er wird kommen. Il va venir. Und wird alles zerbrechen. Et va tout briser. Auch Hexerei. Même la sorcellerie. Die wie heute Abend probiert, jemanden zu zerstören. Ce que quelqu'un ce soir essaie de détruire. Ça wird aufhören. Ça va s'arrêter. Und das geknickte Rohr. Et le roseau courbé wird wieder aufstehen. Va de nouveau se relever. Dasselbe Jesus wird die Erweckung bringen. Ce même Jésus va amener le réveil. Und die Zeit wird ganz bald anfangen. Et le temps va bientôt être là. Und jetzt diese, wie wird er es machen? Et maintenant, comment est-ce qu'il va faire ça? Leute denken, vielleicht kommen dann große Engel her und haben Trompete. Peut-être qu'il y en a qui pensent, il y a un grand ange qui va venir avec des grandes trompettes. Und die ganze Medien werden da sein. Et tous les médias vont être là. Und da kommt Jesus runter. Et alors Jésus va venir. Für Erweckung. Pour le réveil. Nein. Non. Das ist der Kommen von Jesus vielleicht. Non, ça c'est peut-être le retour de Jésus. Aber vor, dass Jesus so zurückkommt, mais avant que Jésus revienne comme ceci, wird er Erweckung freisetzen. Il va libérer le réveil. Und heute Abend möchte ich euch weitergeben, was der Herr aufs Herz gelegt hat. Et ce soir, j'aimerais vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Wie er es machen wird. Comment il va le faire. Eine Frage, wohnt Jesus in dir? Une question, est-ce que Jésus habite en toi? Bist du Botschafter Jesus Christi? Est-ce que tu es un messager de Jésus-Christ? Dann wirst du jetzt diese Verse verstehen. Alors tu vas comprendre maintenant ces versets. Ich, der Herr. Moi, le Seigneur. Ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen. Je t'ai appelé pour le salut. Und ich ergreife dich bei der Hand. Et je te prendrai par la main. Und ich behüte dich. Et je te garderai. Und ich mache dich zum Bund des Volkes. Et je t'établis pour traiter alliance avec le peuple. Zum Licht der Nationen. Pour être la lumière des nations. Blinde Augen aufzumachen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Gefangene aus dem Kerker rauszuführen. Pour faire sortir de prison le captif. Und die, die im Gefängnis sind, in der Finsternis sitzen. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ich bin Yahweh und mein Name wird die Ehre bekommen und niemand anders. Je suis l'Éternel, c'est moi, c'est là mon nom et je donnerai pas ma gloire à un autre. Das frühere siehe ist eingetroffen und das neue verkündige ich. Bevor es aufsprosse, werdet ihr es hören. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les ai prédit. Diese Erweckung wird kommen durch Jesus Christus. Ce réveil va venir au travers de Jésus-Christ. Aber Jesus wird es machen durch dich. Mais Jésus va faire ça au travers de toi. Und durch mich. Et au travers de moi. Er wird dich rufen. Il va t'appeler. Er gibt dir die Hand. Il te donne la main. Und er wird dich rufen in Gerechtigkeit. Et il va t'appeler dans la justice. Da ist ein ganz tolles Wort drin. Et là, il y a un très beau mot dedans. Sein Ruf macht dich gerecht. Son appel te rend juste. Jesus wird Menschen rufen. Jésus va appeler des gens. Vielleicht gehörst du schon jetzt dazu. Peut-être que tu en fais partie déjà. Du hast diesen Ruf gespürt. Tu as senti cet appel. Du weißt, Gott möchte Erweckung bringen. Tu sais, Dieu veut amener le réveil. Und du weißt ganz genau in dir, das ist drin. Et tu sais très bien en toi, c'est dedans. Und er möchte dich gebrauchen. Et il veut t'utiliser. Er nimmt dich bei der Hand. Il te prend par la main. Er schützt dich. Il te protège. Und du bist gerecht. Et tu es juste. Der Ruf Gottes macht uns gerecht. L'appel de Dieu nous rend juste. Wenn Gott dich ruft, si Dieu t'appelle, wer kann etwas dagegen sagen? Qui peut dire quelque chose contre ceci? Kannst du das vorstellen? Tu peux imaginer? Heute Abend? Ce soir? Gott wird dich rufen. Dieu t'appellerait. Und wird sagen, du wirst in meiner Erweckung ganz stark vorne stehen. Et il dit, dans mon réveil, tu vas être devant, tout devant. Und ich werde dich ganz stark benutzen. Et je vais t'utiliser de façon très puissante. Jesus hat dich gerufen. Jésus t'a appelé. Darf ein Pastor etwas sagen, du nicht? Est-ce qu'un pasteur a le droit de te dire, toi pas?
Darf ein Leiter dir sagen, du bist noch nicht so weit? Est-ce qu'un leader a le droit de te dire, t'es pas encore prêt? Darf ein Leiter etwas sagen von deiner Vergangenheit? Est-ce qu'un leader a le droit de dire quelque chose à propos de ton passé? Wenn Gott dich ruft, si Dieu t'appelle, macht er dich gerecht. Il te rend juste. Wow, wow. Gott ruft Menschen. Dieu appelle des personnes. Und im Moment macht er sie gerecht. Et à ce moment-là, elles sont justes. Wenn Gott dich ruft, quand Dieu t'appelle, bedeutet das, ça veut dire, Ankläger der Brüder, l'accusateur des frères, halt die Klappe. Toi, tu te tais. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Ist vorbei. C'est fini. C'est égal von deiner Vergangenheit. Peu importe ton passé. C'est égal welche Schulden du hast. Peu importe tes dettes. Er sagt, es ist vorbei. Lui dit, c'est le passé. Ich habe dich gerufen. Moi, je t'ai appelé. Und ich nehme dich bei der Hand. Je te prends par la main. Ha. Ich weiß, ob er dieses Gefühl kennt. Je sais pas si vous connaissez ce sentiment. Wenn dich jemand an der Hand nimmt. Quand quelqu'un te prend par la main. Ganz besonders, wenn er stärker ist. Surtout s'il est plus fort. Als ich in die Schule kam. Quand je suis allé à l'école. In die erste Klasse. Dans la première classe. Bist du bei der Kleinsten. Donc t'es chez les tout petits. Und da gibt's, jede Klasse ist größer wie du. Et toutes les autres classes sont de plus en plus grandes. Das ist manchmal so bedrohlich. Et parfois ça fait un peu peur. Mein Glück. Ma chance. Ich habe einen Bruder gehabt. Moi j'avais un grand frère. Der war 7 Jahre älter wie ich. Il avait 7 ans de plus que moi. Und er war in der letzten Klasse in der Schule. Et il était dans l'une des classes les plus hautes. Und das habe ich gleich in der anderen erzählt. Et ça j'ai raconté aux copains. In meinem Schulhof. Dans la cour de l'école. Ich habe einen großen Bruder. Moi j'ai un grand frère. C'est gutes Gefühl. Ça c'est un bon sentiment. Je konnte sogar frech sein. Je pouvais même être effronté. Das dürfen wir auch. Nous aussi on a le droit de faire ça. Mit dem Teufel. Avec Satan. Mit Dämonen. Avec les démons. Wir müssen, ja, voller Kühnheit sein. Oui, il faut qu'on soit plein de courage. Es gibt jemand, der gibt mir die Hand. Il y a quelqu'un qui me donne la main. Ist ein tolles Gefühl. Jesus gibt mir die Hand. C'est un sentiment merveilleux. Jésus me donne la main. Weißt du, wenn der Teufel ganz persönlich würde reinkommen? Tu sais, si le Satan venait là personnellement maintenant. So wird kommen. Maintenant, s'il venait. Ich hätte kein Problem. Moi, j'aurais aucun problème. Weil ich weiß, Jesus gibt mir die Hand. Je sais, Jésus me donne la main. Verstehst du? Ich bin nicht da selbstständig. Je suis pas là tout seul. Sondern er hat mich gerufen. Mais lui m'a appelé. Er hat mich gerecht gemacht. Il m'a justifié. Er hat mir die Hand gegeben. Il m'a donné la main. Und ich bin gerecht. Et je suis juste. Ich bin gerecht. Je suis juste. Teufel, du kannst sagen, was du willst. Satan, tu peux dire ce que tu veux. Der gibt mir die Hand. Lui me donne la main. Ich bin in seinem Namen. Je suis là en son nom. Jesus wird Erweckung bringen. Jésus va amener le réveil. Und er wird es durch dich machen. Et il va le faire au travers de toi. Wenn er dich noch nicht gerufen hat. Et s'il ne t'a pas encore appelé? Dann möchte er es heute Abend machen. Il voudrait le faire ce soir. Nicht allein hier. Pas seulement ici. Auch tausende Menschen wie zuschauen. Mais des centaines de personnes qui regardent ce soir. Der Ruf Gottes kann in die Kamera reingehen. L'appel de Dieu peut traverser dans la caméra. Kann bei dir zu Hause ankommen. Peut arriver chez toi dans ta maison. C'est egal wo du wohnst. Peu importe où tu habites. Es gucken heute Abend Leute zu aus Afrika. Il y a des gens ce soir qui regardent qui sont en Afrique. Von Algerien. En Algérie. C'est okay. C'est okay. Der Ruf Gottes geht bis nach Algerien. L'appel de Dieu va jusqu'en Algérie. Und er ruft Araber. Et il appelle des Arabes. Schwarze. Des Noirs. Er ruft sie. Il les appelle. Und weltweit. Et dans le monde entier, wird dieser Ruf Gottes nochmal ausgehen. Cet appel de Dieu va de nouveau partir. Er ruft Menschen, il appelle des gens, nicht um mega church zu bauen. Pas pour faire une giga grande église. Weißt du, wir haben ganz tolle Evangelisation gemacht weltweit. Tu sais, on a fait de super grandes évangélisations dans le monde entier. Und es ging, wer hat die größte Gemeinde? Et le but était qui avait la plus grande église. 1000, 5000, 10.000. 1000, 1500, 10.000. Es gibt Gemeinden mit 20.000 Leuten. Il y a des églises avec 20.000 membres. Aber Gott braucht keine 20.000 Menschen. Mais Jésus a pas besoin de 20.000 membres. Er braucht eine Person. Il a besoin d'une personne. Die gefüllt ist mit der Herrlichkeit Gottes. Qui est rempli de la gloire de Dieu. Mit der Autorität Gottes. Avec l'autorité de Dieu. Habt ihr gesehen, ein Virus? Vous avez vu un virus? Kann in ein paar Tagen ein ganzes Land übernehmen. Peut se répandre dans tout un pays. Es ist nicht prophetisch, das ist real. C'est pas prophétique, c'est réel.
Ein Virus. Un virus. Ich habe gerade gehört, ich habe es heute Morgen schon gesagt. J'ai entendu, j'ai déjà dit ce matin. In Frankreich haben sie eine neue Mutation gefunden. En France, ils ont de nouveau trouvé un virus, une nouvelle sorte de virus muté. Der Mann war in Kamerun. Cet homme était au Cameroun. Er hat es gefangen. Il l'a attrapé. Und so ein Virus kann sein, dass er in 3 Monaten ganz Europa angenommen hat. Et c'est possible que comme ça un virus en 3 mois, il est transmis dans toute l'Europe. Und das soll gefährlicher sein als dieser Virus gerade da ist. Et il doit être plus dangereux encore que ceux qui sont là. Irgendwo Angst? Nein. Vous avez peur? Nein, ou non? Okay. Ein Virus kann ein ganzes Land in kurzer Zeit übernehmen. Un virus comme ça peut en un très court moment se répandre dans tout le pays. Die Kraft des Heiligen Geistes kann wie dieses Virus sein. La puissance du Saint-Esprit peut être comme ça, comme ce virus. Du kannst deine Familie von Jesus erzählen. Tu peux raconter à ta famille de Jésus. Und die Power Gottes kommt rein. Et la puissance de Dieu vient. Und die wird sich ein anderer erzählen. Et eux vont raconter ça à d'autres. Und es wird sich multiplizieren. Et ça va se multiplier. Und multiplizieren. Et multiplier. Und es geht so schnell. Et ça va si vite. Und Gott wird es nicht machen durch außergewöhnliche Leute. Et Dieu va pas faire ça avec des gens extraordinaires. Sondern so mit komischen Leuten wie du. Mais avec des gens bizarres comme toi. Je voulais noch gucken, ob ihr noch lachen könnt mit der Maske. Je voulais juste voir si vous pouvez encore rigoler avec nicht, vos masques. Ab und zu, wenn er lacht, macht's kurz runter, dass ich sehe, dass er lacht. Parfois, vous descendez un peu comme ça, je peux voir si vous riez. Wir sind in der Zeit drin. On est dans un temps wo Gott Menschen rufen wird. Où Dieu va appeler des gens. Und du wirst das machen, was er gesagt hat. Et tu vas faire ce que Dieu t'a demandé. Gefangene. Des prisonniers freilassen. De les laisser libres. Wie viele Leute sind in Deutschland gefangen? Combien en Allemagne sont emprisonnés en Allemagne? Durch Alkohol. Par l'alcool. Durch Droge. Par les drogues. Durch Pornografie. Par la pornographie. Durch Sucht. Par les dépendances. Spielsucht. Les dépendances au jeu. Er könnte sich gar nicht vorstellen. Vous pouvez même pas imaginer. C'est im Gefängnis der Verdammnis. Ils sont dans la prison de la condamnation. Des Hasses. De la haine. Der Einsamkeit. De l'isolation. Des Selbstmordgedanken. Des pensées de suicide. Sie sind im Gefängnis drin. Ils sont enfermés dans une prison. Und Jesus sagt du. Et Jésus dit toi. Du sollst sie rausholen. Tu dois les faire sortir. Aber du kannst es nicht. Mais tu ne peux pas. Und es stimmt. Et c'est juste. Aber er gibt dir den Schlüssel. Mais il te donne la clé. Du wirst es bekommen. Tu vas l'avoir. Im Gebet. Dans la prière. Du wirst Engel schicken. Tu vas envoyer des anges. Viele Sachen machen. Et faire beaucoup de choses. Das Wichtigste für Jesus zur Zeit. La chose la plus importante pour Jésus en ce moment. Ist Menschen zu rufen. C'est d'appeler des gens. Wie diese prophetische Geist haben. Qui ont cet esprit prophétique. Wir spüren, das ist der Plan Gottes. Et qui sentent, ça c'est le plan de Dieu. Das ist für mich. Ça c'est pour moi. Der meint mich. Lui, il veut dire que c'est moi. Wenn dieser prophetische Geist dich andockt. Quand cet esprit prophétique s'accroche à toi. Oder wenn du ihn andockst. Ou que toi tu t'accroches à lui. Dann wirst du das spüren dir drin. Alors tu vas sentir ça en toi. Gott meint mich. Dieu veut dire que c'est moi. Wenn du keinen prophetischen Geist hast, si tu n'as pas un esprit prophétique, dann siehst du nichts. Alors tu ne vois rien. Dann hörst du mit deinem Intellekt. Tu entends avec ton intelligence. Und kannst sagen, ja oder nein. Et tu peux dire oui ou non. Oder vielleicht. Ou peut-être. Wenn der prophetische Geist da ist, mais si l'esprit prophétique est là, dann bewegt sich dein Geist. Et alors ton esprit, il bouge. Gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel drin? Il y a une belle histoire dans la Bible. Wie der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, im Bauch war von der Mutter. Quand Jean-Baptiste était bébé dans le ventre de sa maman. Und sie hat die Maria getroffen, wie schwanger war. Et sa maman avait rencontré la maman de Jésus. Hat das Kind gehupft. L'enfant avait sauté dans le ventre. Ça s'est pas bewegt da drin. Quelque chose a bougé. Im Bauch drin hat schon Jesus, der Erlöser, gespürt. Dans le ventre, il a déjà senti Jésus, le Sauveur. Und wenn der prophetische Geist kommt. Et quand l'esprit prophétique vient. Und er tut dich andocken. Et comme ça, il s'accroche à toi. Dann ist etwas in dir wie, wow, sich bewegt. Alors en toi, il y a quelque chose comme ça qui bouge. Es ist nicht da oben. C'est pas là en haut. Hier. C'est là. Es ist hier. C'est là. Ich war in Südamerika. J'étais en Amérique du Sud. Und dort hat schon ein Stück Erweckung angefangen. Et là, il y avait déjà un petit peu de réveil qui avait démarré. Und ich war im, der Pastor hat mich mitgenommen in einer
Gebetsversammlung. Et un pasteur m'avait emmené à un groupe de prière. Und es waren ungefähr so 30, 40 Frauen. Et il y avait comme ça 30, 40 femmes. Und die haben gebetet. Et ils ont prié. Aber das kann man ganz schlecht beschreiben. Mais on peut pas très bien décrire tout ça. Die meisten von den Frauen lagen auf dem Boden. La majorité des femmes étaient couchées par terre. Und sie haben geschrien wie gebärende Frauen. Et elles étaient en train de hurler, de crier comme des femmes qui accouchaient. Sie haben geschrien. Elles ont hurlé. Und ich sagte, was ist denn das? Et je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ist chaotisch. C'est chaotique ça. Aber die Gegenwart Gottes war so stark. Mais la puissance et la présence de Dieu était si forte. Und der Pastor hat mal gesagt. Et le pasteur m'a dit. Das Kind der Erweckung im Geist ist in ihnen drin. C'est l'enfant du réveil qui est en eux. Und sie sind gerade im Gebet dran zu gebären. Et dans la prière, elles sont en train de mettre au monde. Der prophetische Geist. L'esprit prophétique. Kann dich schwanger machen von dieser Erweckung. Peut te rendre enceinte de ce réveil. Der prophetische Geist. Cet esprit prophétique. Kann dich so stark berühren. Peut te toucher tellement fortement. Dass da drin das Kind der Erweckung lebt. Que en toi il y a cet esprit du réveil qui vit. Es kann möglich sein heute Abend. C'est possible ce soir. Dass das Kind der Erweckung. Que cet enfant du réveil, dieses prophetische Kind, cet enfant prophétique, dich berührt, te touche, und du bist schwanger von Erweckung, et tu es enceint du réveil. Es ist nicht im Verstand da oben. Ça se passe pas dans la tête, dans ton intelligence. Es ist da in deinem Geist drin. C'est là dans ton esprit, dedans. Und du bist Träger von diesem Virus, von diesem Kind der Erweckung dir drin. Et tu es porteur de ce virus, de cet enfant du réveil. Und jedes Mal, wie du eine starke Zeit des Gebets hast. Et à chaque fois que tu as un temps très fort de prière. Du wirst vielleicht ganz normal anfangen. Tu vas peut-être commencer tout normalement. Du wirst vielleicht Gott anbeten. Peut-être que tu vas simplement adorer Dieu. Und du wirst dein Land segnen. Et tu vas le bénir. Und du machst ein bisschen weiter. Et tu continues un peu. Und plötzlich wird das Kind der Erweckung wach werden wieder. Et tout d'un coup, cet enfant du réveil va se réveiller de nouveau. Und du wirst nach Erweckung schreien. Et tu vas crier, appeler le réveil. Du wirst dieses Kind gebären. Tu vas mettre cet enfant au monde. Und von dir kommt etwas raus. Et de toi quelque chose sort. Eine Salbung der Erweckung. Une onction du réveil. Was dein Land berührt. Qui va toucher ton pays. Ich weiß, die Zeit wird, wie ich gesehen habe, in Südamerika, die wird hier kommen, nach Deutschland, in die Schweiz, wird nach Österreich kommen. Et je sens ce temps, ces choses que j'ai vues en Amérique du Sud vont venir ici, en Europe, dans nos pays. Es werden Fürbitter sein. Il va y avoir des intercesseurs. Und das Kind der Erweckung ist in ihnen drin. Et l'enfant du réveil est en eux. Und es wird, sie werden nicht mehr verbeten durch ihren Verstand. Ils vont plus prier avec leur intelligence. Und es wird diese Salbung der Erweckung wird kommen. Mais l'onction du réveil va être là. Und ich habe diese Frau gesehen. Et j'ai vu ces femmes. Sie lag auf dem Boden. Elles étaient couchées par terre. Und sie haben geschrien. Elles ont hurlé. Sie haben geschrien. Elles ont hurlé. Und ich spürte so die Gegenwart Gottes. Et je sentais tellement la puissance de Dieu, sa présence. Was sind die Monate später haben sich tausend Leute bekehrt. Et tu sais, des mois après, des centaines et des centaines de personnes se sont converties. Und die schlimmsten, okkultesten Leute haben sich bekehrt. Les gens les plus occultes du pays se sont convertis. Die Hexer kamen. Les sorciers sont venus. Ce Mann gekommen, ich habe ihn persönlich getroffen. Un homme est venu, je l'ai rencontré personnellement. Das ist der Haupthexer von diesem ganzen Gebiet gewesen. C'était un des sorciers les plus grands de toute la région là-bas. Und erzählte mir. Et il me racontait. Er hatte Pakt mit dem Teufel gemacht. Il avait fait un pacte avec le diable. Und hatte Kette gehabt. Et il avait des chaînes. Und wenn er diese Kette um den Hals gemacht Et quand hat, il mettait ses chaînes autour de lui, konnte drei Tage laufen unter dem Wasser. Il pouvait trois jours marcher sous l'eau. Und hat Städte besichtigt unter dem Wasser. Et il a visité des villes sous l'eau. Ganze dämonische Viertel wieder unten wohnen. Il y a comme ça des quartiers démoniaques qui habitent là en bas. Und er hat eine wahnsinnige Autorität gehabt. Et il avait une très grande autorité. Und der Pastor war dabei. Le pasteur était avec. Das hat mich, ich habe für ihn Befreiungsdienst gemacht. Et disait, moi j'ai fait de la délivrance pour lui. Und während der Befreiungsdienst. Et pendant la délivrance. Hat er den Kopf dreimal in eine Richtung gedreht. Il a tourné sa tête trois fois dans une direction. Und dieser Dämon ist rausgegangen. Et ce démon est sorti. Wir haben keine Ahnung, was im Okkulte passiert. On n'a aucune notion de ce qui se passe dans le monde occulte. Was alles kontrolliert. Tout ce qui est contrôlé. Wir sind im christlichen Land. On est dans un pays chrétien. Und ganz wenig Leute sind noch fähig zu glauben. Et très peu de gens sont encore capables de croire. Warum? Pourquoi? Weil diese Mächte kontrollieren alles. Parce que ces puissances-là contrôlent tout. Dieser Geist der Erweckung. Cet esprit du réveil. Der ist stärker als jede dämonische Macht.
est plus fort que toute puissance démoniaque. Stärker. C'est beaucoup plus fort. Wir haben jahrelang habe ich Predigten gehört. Pendant des années, j'ai entendu des prédications. Wenn wir die Geistestaufen haben. Quand on a le baptême du Saint-Esprit. Wenn wir paar Worte in Zunge können beten. Quand on peut prier quelques prières en langue. Dann hat man außergewöhnliche Autorität. Alors on a une autorité extraordinaire. Hast du auch so Predigten gehört? T'as aussi entendu des prédications comme ça? Und wir haben ein bisschen Autorität bekommen. Et on a reçu un tout petit peu d'autorité. Wenn dieser Geisterweckung kommt. Quand cet esprit du réveil vient. Und dich berührt. Et te touche. Du kannst nicht mehr vergleichen mit etwas. Tu ne peux plus comparer ça à rien d'autre. Jesaja habe ich erst gerade gelesen. Dans Esaïe, je viens de vous lire. Alles, was Gott macht. Tout ce que Dieu fait. Wird er uns zeigen. Il va nous le montrer. Und es hat uns hat schon angefangen. Et ça a déjà commencé. Und das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Et ce que je vous ai raconté avant. Das wird kommen. Ça va venir. Und es hat bei teilweise schon angefangen. Et en partie, ça a déjà commencé. Leute spüren. Les gens sentent. Diese Salbung der Erweckung. Cette onction du réveil. Dass Jesus durch dich. Que Jésus vient au travers de toi. Du kannst dieses Virus haben. Tu peux avoir ce virus. Wie eine ganze Stadt berührt. Qui touche toute une ville. Verstehst du? Tu comprends? Du brauchst nicht lang rufen, mach die Augen zu, komm zu Jesus, mach die Augen zu. T'as pas besoin de longtemps appeler, ferme les yeux, viens Jésus, ferme les yeux, viens Jésus. Deine Gegenwart kann es machen. Ta présence peut le faire. Es ist interessant, dass dieser Virus. C'est intéressant que ce virus verteilt sich durch Atmen. Se transmet au travers de la respiration. Ja. Du musst nur irgendwo sein, du musst atmen und diese was du ausatmest ist stark genug jemanden zu infizieren. Et en fait, il faut que tu sois quelque part du monde, tu respires et tu peux simplement contaminer des gens. Das ist vom Teufel. Ça c'est de Satan. Wenn das Richtige kommt. Mais quand la chose bonne vient. Wirst du der Geisterweckung ausatmen. Tu vas expirer l'esprit du Seigneur. Du wirst die Menschen kontaminieren. Tu vas contaminer les gens. Mit dem Geisterweckung. Dans l'esprit du réveil. Aber vorher. Mais avant. Musst du schwanger werden. Il faut que tu sois enceinte. Das Kind der Erweckung, die Vision der Erweckung, sie muss in dir sein. L'enfant du réveil doit être en toi. Erwarte nicht, dass ein großer Mann Gottes von Afrika, von Amerika herkommt. N'attends pas qu'un grand homme de Dieu d'Amérique ou d'ailleurs vienne ici. Sondern Gott möchte dich an der Hand nehmen. Mais Dieu voudrait te prendre toi par la main. Dich. Toi. Dich gerecht machen. Te rendre juste. Dir diese Auftrag geben. Te donner ce contrat. Diese Geisterweckung. Cet esprit du réveil. Weißt du, wenn der Geisterweckung dich berührt? Tu sais, quand l'esprit du réveil te touche? Dann kannst du, was du vorher mit dem Verstand probiert hast zu verstehen, geht nicht mehr. Ce que avant tu comprenais avec ton intelligence, après ça ne va plus. Du verstehst nichts mehr. Tu ne comprends plus rien. Wo man früher so viel gearbeitet haben, gemacht haben. Là où avant on faisait beaucoup, on travaillait beaucoup. Ich bin von meinem Wesen her eine ungeduldige Person. Moi, de ma nature, je suis une personne très impatiente. Ich habe so viel gebetet. J'ai tellement prié. Herr, schenk mir Geduld. Seigneur, donne-moi de la patience. Aber sofort. Mais tout de suite. Und Gott hat es nie gemacht. Dieu ne l'a jamais fait. Und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Je suis une personne impatiente. Und öfters hat der Herr gesagt, warum bist du so ungeduldig? Et le Seigneur me dit souvent, mais pourquoi tu es si impatient? Ich will Reich Gottes bauen. Je veux construire le royaume de Dieu. Ich will, dass viele Leute kommen. Je veux que beaucoup de gens viennent. Dass sie sich bekehren. Qu'ils se convertissent. Und der Herr hat zu mir gesprochen. Et le Seigneur m'a parlé. Pierrot, glaubst du? Pierrot, est-ce que tu crois? Wenn ich es will. Quand moi je le veux. Kann ich durch dich. Je peux au travers de toi. In einem Tag. En un jour. Mehr machen, als du gemacht hast in den letzten 30 Jahren. Je peux plus faire que toi tu as fait dans les 30 dernières années. Ich habe es nicht immer verstanden. J'ai pas toujours compris ça. Weil ich durfte viel machen. Parce que j'avais le droit de faire beaucoup de choses. Ich habe in viele Länder gepredigt und vor viele Leute gedient. J'ai prêché dans beaucoup de pays et j'ai vraiment pu servir beaucoup de gens. Aber das, was der Herr mir gesagt hat, mais ce que le Seigneur m'a dit, ist mit dieser Erweckungssalbung. C'est avec cette onction du réveil. Sie wird kommen.
Et elle va venir. Sie wird Leute rufen. Elle va appeler des gens. Rufen. Appeler. Gott wird anfangen, bei seinen Kindern den Ruf zu geben. Dieu va commencer à ses enfants à donner l'appel. Heute Abend hier in Heidelberg. Ce soir à Heidelberg. Aus Heidelberg. De Heidelberg. Aber es wird gehen, die Schweiz, Österreich. Mais ça va aller en Suisse. En Autriche, Frankreich, en France, dans viele Länder, dans beaucoup de pays, es wird gehen. Ça va aller. Dieser Virus der Erweckung, ce virus du réveil, er wird ansteckend sein. Il va être contagieux. Er ist sehr, sehr gefährlich. Il est très, très dangereux. Für den Teufel. Pour le diable. Er wird sehr, sehr gefährlich sein. Très, très dangereux. Möchtest du eine ganz sehr, sehr gefährliche Person sein für die Hölle? Est-ce que tu voudrais être une personne très très dangereuse pour l'enfer? Ihr seid echt verrückt. Vous êtes vraiment fou. Aber verrückt für Gott ist okay. Mais d'être fou pour Dieu, c'est bon. Gott will dich rufen. Dieu veut t'appeler. Und er sagt es dir. Et il te le dit à toi. Du wirst Gefängnisse aufschließen. Toi, tu vas ouvrir les portes des prisons. Du wirst blinde Augen aufmachen. Tu vas ouvrir les yeux des aveugles. Du wirst sie rausholen aus ihrem Kerker. Tu vas les sortir de leur cachot. Heute Abend. Ce soir. Ist was Gott mir aufs Herz gelegt hat. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ich hoffe, dass du deinen Stecker in den prophetischen Geist reingemacht hast. J'espère que tu as mis ta prise de courant dans le réveil. Sonst ist es kraftlos. Sinon, ça n'a aucune puissance. Es muss da rein. Il faut que ça rentre là-dedans. Die Salbung der Erweckung. L'onction du réveil. Komm, passe mal auf, un moment. Venez, levons-nous. Heute Abend möchte ich, dass du vor Gott stehst. Ce soir, j'aimerais que tu sois là, devant Dieu. Auch du, wie zu Hause bist. Aussi toi, qui est chez toi à la maison. Du kannst auch in deinem Wohnzimmer aufstehen. Tu peux aussi toi dans ton salon te lever. Du kannst vor Gott stehen. Tu peux être debout devant Dieu. Und ich möchte nur, dass du dir selbst eine Frage stellst. Et je voudrais juste que tu te poses toi-même maintenant une question. Vater im Himmel, meinst du mich? Père dans le ciel, est-ce que tu penses à moi? Meinst du mich? Est-ce que tu veux dire moi? Rufst du mich? Est-ce que tu m'appelles? Möchtest du mir die Hand geben? Est-ce que tu veux me donner la main? Möchtest du mich gebrauchen? Est-ce que tu veux m'utiliser? In der Erweckung. Dans ce réveil? Möchtest du mich schwanger machen? Est-ce que tu veux me rendre enceinte? Von diesem Baby der Erweckung. De ce bébé du réveil? Soll ich Träger sein von diesem Kind der Erweckung? Est-ce que tu veux être porteur de cet enfant du réveil? Wow. Bleib vor Gott stehen. Reste debout devant Dieu. Ganz allein vor Gott. Toute seule devant Dieu. Das, was jetzt geschieht. Ce qui se passe maintenant. Zwischen dir und Gott. C'est entre Dieu et toi. Zwischen dir und Gott. Entre toi et Dieu. Du bekommst diese Virus. Tu reçois ce virus. Oder du bekommst ihn nicht. Ou tu le reçois pas. Bleib vor Gott stehen. Reste devant Dieu. Wow. Dein Bauch füllt sich. Ton ventre se remplit. Dein Geist wird gefüllt gerade. Ton esprit est en train de se remplir. Etwas wird leben in dir drin. Quelque chose va vivre en toi. Vielleicht hast du schon mal gehabt. Peut-être que tu as déjà reçu ça. Vielleicht hat's der Feind getötet. Peut-être que l'ennemi l'avait tué. Aber Gott sagt, ich werde es zurückschenken. Mais Dieu dit, je veux de nouveau l'offrir. Du wirst ein Kind der Erweckung sein. Tu vas être un enfant du réveil. Du wirst ein Kind der Erweckung sein. Tu vas être un enfant du réveil. Das Kind der Erweckung wird manchmal wehtun. L'enfant du réveil va parfois faire mal.
Weißt du, wenn eine Frau schwanger ist, manchmal tut es weh, wenn da drin ein kleiner Boxer oder Fußballspieler anfängt zu treten. Tu sais, parfois quand une femme est enceinte, ça fait parfois mal quand le petit tourne et qui boxe et qui bouge. Meine Frau hat manchmal geschrien die Nacht. Parfois ma femme la nuit elle criait. Weil so das Baby im Bauch getreten hat. Parce que le bébé comme ça tapait avec les pieds. Das Kind der Erweckung. L'enfant du réveil. Wird manchmal in dir. Va parfois chez toi. Wehtun. Ça va parfois faire mal. Es wird dich rufen ins Gebet. Ça va t'appeler dans la prière. Du gehörst in der Erweckung. Toi, tu appartiens au réveil. Tu bist die Mama oder der Papa von Erweckung. Tu es le papa ou la maman du réveil. Tu trägst es in dir. Tu portes ça en toi. Die Erweckung gehört nicht einer Kirche. Le réveil n'appartient pas à une église. Nicht in einer Religion. Pas à une religion. Sondern es ist die Erweckung Gottes in dir. Mais c'est le réveil de Dieu en toi. Und hör zu, wenn du jetzt da bist. Et écoute si maintenant tu es là. Und du spürst, dass etwas gerade in dein Geist, in deinen Bauch reingeht. Et que tu sens que quelque chose rentre dans ton esprit, dans ton ventre. Und du weißt, es ist das Kind der Erweckung. Et tu sais que c'est l'enfant du réveil. Die Erweckung ist in dir drin. Le réveil est en toi. Und du spürst. Tu le sens. Es ist eine Kraft. C'est une puissance. Dann komm nach vorne. Alors viens devant. Komm nicht, wenn du es haben willst, sondern wenn du gerade weißt, Gott hat es gegeben. Ne viens pas si tu veux l'avoir, mais viens si tu sais que Dieu te l'a donné. Komm davon ein Stück nach vorne. Zu Gott möchte etwas sagen. Écoute, ce soir Dieu veut te dire quelque chose. Er möchte das Kind jetzt mit Feuer berühren. Il veut maintenant toucher l'enfant avec du feu. Das Feuer Gottes. Le feu de Dieu. Gott ist ein Gott des Feuers. Dieu est un Dieu du feu. Und dieses Feuer soll jetzt dich berühren. Et ce feu doit te toucher maintenant. Dieses Feuer soll dieser Geist, diese Salbung der Erweckung jetzt berühren. Ce feu doit toucher maintenant cette onction du réveil en toi. Empfange gerade Feuer. Reçois maintenant le feu. Empfange es. Reçois-le. Wenn du predigen wirst du über Erweckung, dieses Feuer wird rauskommen. Quand tu vas prêcher le réveil, ce feu va sortir. Wenn du prophezeien wirst du über Erweckung, dieses Feuer wird rauskommen. Quand tu vas prophétiser du réveil, ce feu va sortir. Wenn du Kinder erzählen wirst von Erweckung, wie kommen wird, wird Feuer rauskommen. Quand tu vas raconter à des enfants du réveil, ce feu va sortir. Es wird rausgehen von dir. Ça va sortir de toi. Es ist eine neue Zeit, sagt der Herr. C'est un nouveau temps, dit Dieu. Er wird der Träger sein meiner Erweckung. Vous allez être porteur de mon réveil. Du wirst Träger sein. Tu vas être porteur. Du wirst Schlüssel bekommen, um aufzuschließen. Tu vas recevoir des clés pour ouvrir. Gefängnisse aufzumachen. Pour ouvrir les portes des prisons. Lass das Feuer noch dich berühren. Laisse le feu te toucher maintenant. Es ist Feuer. Ce feu. Es ist eine Frau da. Il y a une femme qui est là. Bis den ganzen Tag sind deine Gedanken ganz schrecklich angeschossen worden. Toute la journée déjà tes pensées ont été attaquées aujourd'hui. Hexerei. La sorcellerie. Hexerei. La sorcellerie. Hexerei war's. La sorcellerie était là. Aber sie ist gebrochen. Mais elle est brisée. Sie ist gebrochen. Elle est brisée. Sie ist gebrochen. Elle est brisée. Und es geht weg von dir. Ça s'enlève de toi. Und es geht weg. Et ça s'enlève. Und dieses Feuer, dieses prophetische Feuer wird kommen, es wird kommen in Jesu Namen. Ce feu va venir. Der prophetische Geist ist stärker als Hexerei. Le feu de Dieu est plus fort que la sorcellerie. Hexerei, du bist gebrochen. Sorcellerie, tu es brisé. Ganz weg. Und Gefängnisse werden aufgehen in Heidelberg. Des prisons vont s'ouvrir à Heidelberg. Und Leute werden frei werden von dieser Hexerei. Et les gens vont être libres de cette sorcellerie. Leute, die krank sind. Des gens qui sont malades. Sie werden frei werden. Ils vont devenir libres. Heute Abend. Ce soir. Gehen Gefängnisse der Hexerei auf in Heidelberg. Des portes de prison de sorcellerie s'ouvrent aujourd'hui à Heidelberg. Es wird aufgehen. Ça va s'ouvrir. Einige von euch bekommen einen Schlüssel für Gefängnisse der Hexerei aufzumachen, wo sie wohnen. Il y en a certains reçoivent des clés pour ouvrir les portes des prisons de sorcellerie là où vous habitez. Und du wirst sehen,
Menschen werden frei werden. Et tu vas voir, les gens vont devenir libres. Es gibt Menschen, die sind psychisch schwer krank. Il y a des gens qui psychiquement sont très très malades. Und sie werden plötzlich frei werden. Et tout d'un coup, ils sont libérés. Weil das Gefängnis der Hexerei ist aufgegangen. Parce que la prison de la sorcellerie et s'est ouverte. Es ist gerade hier. Maintenant ici. Es ist hier. C'est ici. Ich habe so den Eindruck, dass Martin, du wirst öfters in die unsichtbare Welt Proklamation reinrufen. Und du hast sie früher schon gemacht, aber jetzt sagt Gott, hinter einer Proklamation wird diese Salbung der Erweckung reinkommen und du wirst sehen, wie Gefängnisse der Hexerei werden aufgehen. Ich sehe, du wirst wieder ganz neu, auch da, wo du wohnst, in deine Gegend, auf diese Berge gehen und in dem Ruf wird diese Salbung der Erweckung sein und Gefängnisse und Hexerei wird Niederlage bekommen. Es wird bekommen. So wie Gott sagt, die Zeit der Demütigung ist vorbei. Es ist die Zeit der Autorität, die kommt in der unsichtbaren Welt. Komm, streckt mal davor eure Hände nochmal zu Gott. Élevez vos mains vers Dieu encore devant. Es möchte gerade noch etwas kommen, wie eine Welle noch. Il y a encore comme une vague qui doit venir. Eine Welle der Kraft soll kommen. Une vague de puissance, de force. Eine Welle der Kraft soll kommen. De puissance. Eine Welle der Kraft Une soll vague kommen. De puissance. Der Kraft soll kommen. De puissance doit venir. Es ist jetzt hier. Maintenant, es c'est là. Hier. C'est là. Es ist hier. C'est là. Es ist jemand, wo die Saat des Krebses in deinem Unterleib ist. Il y a quelqu'un qui a une semence du cancer dans le bas ventre. Es geht weg. Et ça s'enlève maintenant. Es ist zerbrochen. C'est brisé. Diese Saat des Krebses wird nicht aufgehen. Cette semence du cancer ne va pas s'ouvrir. Das ist eine Saat der Hexerei gewesen. C'était une semence de sorcellerie. Und sie wird gelöscht. Et elle est dissoute, anéantie. Es wird weggehen von elle dir. Elle est effacée, enlevée de toi. Gerade jetzt. Maintenant. Wow. Komm, atme ein. Inspire. Atme tief ein. Inspire profondément. Mm. Es mehrere Leute, die da vorne sind. Il y a plusieurs personnes là devant. Ich sehe, dass so ein Joch auf deine Schultern liegt. Je vois qu'il y a un joug comme ça sur tes épaules. Und diese Leute, die öfters getragen haben. C'est des gens qui ont souvent porté. Du hast Lasten getragen von anderen. Tu as porté les fardeaux des autres. Und Gott sagt, die Salbung bricht das Joch jetzt. Et il dit l'onction brise ce joug maintenant. C'est zerbrochen. C'est brisé. C'est zerbrochen. C'est brisé. C'est zerbrochen. C'est brisé. C'est zerbrochen. C'est brisé. Ganz zerbrochen. C'est brisé. Wow. Und du bist so dieses Joch auf deine Schultern gehabt hat, auch körperlich gespürt hast. Et ce joug que tu portais sur tes épaules, tu le sentais aussi corporellement? Beweg deine Schultern. Bouge maintenant tes épaules. Es ist weg. C'est enlevé. Der Schmerz ist weg. Les douleurs sont parties. Du kannst berühren, der Schmerz geht ganz weg. Er geht ganz weg. La douleur s'en va complètement, complètement. Du bist nicht gerufen von Gott, Joch von anderen Menschen zu tragen. Tu n'es pas appelé par Dieu pour appeler le joug d'autres personnes. Du trägst die Salbung der Erweckung. Tu portes l'onction du réveil. Du bist berufen von Gott für Erweckung. Tu es appelé par Dieu pour le réveil. Nicht falsche Sachen zu tragen. Pas pour porter les mauvaises choses. Mm. Komm, atme es ein, es kommt. Inspire encore, ça vient. Mehrere Leute mit Wirbelsäule Probleme haben. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de colonne vertébrale. Und es ist öfters auch Ergebnisse von Flüchen der Hexerei. Et c'est souvent le résultat de mauvais sorts, de la sorcellerie, de malédiction. Und ich zähle bis auf drei. Je compte jusqu'à trois. Ich werde sie brechen in Jesu Namen. Et je les brise au nom de Jésus. Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, zerbrochen. Flüche sind zerbrochen. Les malédictions sont brisées. Sind zerbrochen. Elles sont brisées. Und deine Bandscheibe wird geheilt werden, sagt der Et Herr. Et ta colonne vertébrale va être guérie. Ich heile deine Bandscheibe. Je guéris ta colonne vertébrale. Yes. Es geht weg. Ça s'enlève. Beweg deine Wirbelsäule. Bouge-toi, bouge ta colonne vertébrale. Tu vas merken. Tu vas sentir. Le Schmerz ist weg. La douleur s'en va. Es geht ganz weg. Ça s'enlève complètement. Ganz weg jetzt. Complètement. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Wow. Koba shikata bakeya. Wabaki kotoko. Komm, lass uns mal einen Moment im Geist beten. Laissons-nous prier dans l'esprit un moment. Oka pashike tikata bakola baketa. Tika pa toko yoko la la bashike
Oh, dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes. Oh, toko ya baseke tapano kita paketa baseke tina baseke. Oh, la baseke ta. Wa 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 keta paseke te ta pa 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 pa. Ah, danke Herr. Ist okay. Ist okay. Komm, lass uns jetzt auf den Moment empfangen. Recevons maintenant. Es ist jemand hier wie? Il y a quelqu'un qui est là. Ein Nackenproblem, du hast. Qui a problème de nuque. Und es kommt, du hast einen Unfall gehabt. Et c'est à cause d'un accident que tu as eu. Wahrscheinlich im Auto drin. Sans doute dans la voiture. Okay. Ja, und dort auch. Warte. Et là aussi. Oh. Ich fange mal bei dir an. Du weißt, was Hexerei ist. Du weißt, wie sie deine ganze Familie zerstört haben. Aber der Herr sagt, du wirst Hexerei zerstören. Ich setze dich frei jetzt. Geist des Todes, du wirst dich jetzt nicht mehr berühren. Es ist vorbei. Geist des Todes, du lass sie los. Du lass sie los. Du gehst ganz weg von ihr. Ganz weg. Ganz weg. Ganz weg. Ganz raus, ganz raus, ganz raus, ganz raus, ganz raus. Aber was die Mutter gemacht hat, das raus ist zerbrochen, zerbrochen. Ganz weg, ganz weg. Jede Form der Hexerei ist zerbrochen. Jede, jede, jede. Ist das Feuer Gottes, komm her. Herr, gib mir diese Geist der Weckung. Komm jetzt. Und Vater, ich möchte heute Abend, dass es weggeht. Ganz weggeht. Herr, ich möchte sogar, dass die Erinnerung weggeht. Die Erinnerung, was in deiner Kindheit passiert ist, was du verdrängt hast, es geht weg. Vater, lösche. Lösche. Ganz raus. Ganz raus. Ganz raus. Ganz raus. Nimm einen Moment in den Arm. Es kommt auf Verheilung rein. Da war noch eine Person hinter, habe ich gesehen. Wie ein Unfall, ein Nackenproblem gehabt hat. Ja, aber da ist noch eine Person hinter gewesen. Ja, da vorne habe ich noch eine Hand gesehen. Nee? Okay. Hier. Okay. Atme es mal nur rein. Nimm mal ein bisschen weg gerade. Atme es nur ein. Noch. Noch, es kommt. So wie der Heilige Geist. Diese Wirbelsäule ziehen möchte nach oben, der Nacken ziehen möchte nach oben. Ziehen. Jetzt. Jetzt. Wow. Wow. nimm's gerade. Es kommt über dich. Es kommt über dich. Es kommt. Wow. Was ich gerade sehe, ich sehe, wie der Vater im Himmel dich wie ein kleines Kind, wie ein Baby in den Arm nimmt. Möchte ich heilen, möchte ich trösten. Gitte, sing doch mal, Doro, sing doch mal ein Lied vom Vater für dieses süße Kind jetzt. Ich bin dein Vater und du bist mein Schatzi. Ich habe dich geliebt. Von Anfang an, niemals habe ich dich aus den Augen verloren, denn du bist mein und so wertvoll, und ich habe dich an mein Herz gedrückt, jeden Tag. Und ich küsse dich mit den Küssen meines Mundes, jeden Tag. Es ist so schön zu sehen, wie der Heilige Geist heilt. C'est tellement beau de voir comme le Saint-Esprit guérit. Aber ich spüre heute Abend, et on sent ce soir, wie der Herr mir sagt, Pierrot, comme le Seigneur dit Pierrot, nimm diese Schlüssel. Prends ces clés Gefängnisse aufzuschließen. Pour ouvrir les portes des prisons. Heute Abend
Mach die Arbeit vom Befreier. Ce soir, fais le travail du libérateur. Für meine Kinder. Pour mes enfants. Für meine Kinder. Pour mes enfants. Dass sie selbst Befreier sein werden. Que eux-mêmes puissent libérer aussi. Es sind mehrere Leute hier. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Deine Füße waren Orte, wo Okkultismus war. Ils étaient, tes pieds étaient des endroits où il y avait de l'occultisme. Und Zeit hast du so wie eine Müdigkeit, wie eine Depression, wie da ist. Et depuis, tu as en toi comme ça une fatigue, une lourdeur, une dépression. Es ist eine Frau hier. Il y a une femme qui est là. Du arbeitest im Krankenhaus oder im Altersheim. Tu travailles en, à l'hôpital ou en maison de retraite. Und du warst in Orten, wo ganz belastet waren. Et tu étais dans un des endroits où qui était très très démolisé. Und der Herr sagt heute Abend. Et le Seigneur dit ce soir, ich will dich befreien. Je veux te libérer ce soir. Diese Müdigkeit, diese Depression, sie gehen weg von dir. Cette fatigue, cette dépression s'en vont de toi. Da, wo deine Füße diese Orte berührt haben. Là où tes pieds ont touché ces endroits. Ich werde Feuer in deine Füße geben. Je vais mettre le feu dans tes pieds. Und du wirst an manche Orte gehen. Et toi, tu vas aller à certains endroits. Und deine Füße werden befreien. Et tes pieds vont libérer. Sie werden befreien. Ils vont libérer. Sie werden befreien. Ils vont libérer. Wow. Es sind viele Leute heute Abend, die da vorne sind. Il y a beaucoup de gens qui sont là devant ce soir. Du bist unter einem Joch. Tu es sous un joug. Vielleicht merkst du es gar nicht richtig. Peut-être que tu le remarques pas vraiment. Aber du weißt gar nicht, was es ist. Von einem Joch frei zu sein. Mais tu ne sais pas ce que c'est que d'être libre du joug. Und ich hab's einfach wollen, heute Abend noch einmal Joch zu brechen. Et j'ai l'impression comme ça ce soir qu'on veut encore briser les jougs. Seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Aber ich möchte, dass es von euch kommt. Mais je veux que ça vienne de vous. Ich werde bis auf drei zählen. Je vais compter jusqu'à trois. Und wir werden ein Siegeschrei rauslassen. Et on va pousser un cri de victoire. Und die Erweckungssalbung, wie in deinem Geist ist. Et cet esprit du réveil qui est dans ton esprit. Du wirst rausgehen. Ça va sortir. Und der ist stark genug, um jedes Joch heute Abend hier zu brechen. Et il est assez puissant pour briser toujours présent ce soir. Seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêt? Seid ihr bereit? Vous êtes prêt? Eins, zwei, drei. Zu einige werden lernen. Il y en a certains qui vont apprendre. Dieses Siegeschrei rauszulassen. À lâcher comme ça ces cris de victoire. Und wie diese Mauer von Jericho werden zerbrechen. Et c'est comme ces murs de Jéricho qui sont cassés. Es wird etwas von dir rausgehen. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. In der unsichtbaren Welt. Dans le monde invisible. Eine Kraft. Il y a une puissance. Eine Kraft. Une puissance. Und du wirst dich erinnern. Et tu vas te rappeler. Es ist von diesem Geist der Erweckung etwas rausgegangen. C'est que cet esprit du réveil quelque chose est sorti. Wenn du das Kind der Erweckung in dir drin ist. Quand l'esprit du réveil est en toi, cet enfant. Bleib nicht so lange in toter Gemeinde. Ne reste pas trop longtemps dans des églises mortes. Bleib nicht an Orten, wo man nicht an Erweckung glaubt. Ne reste pas dans des endroits où on croit pas au réveil. Wenn deine Gemeinde wie ein Friedhof ist. Si ton église est comme un cimetière. Keine Frau, wie schwanger ist, würde stundenlang im Friedhof rumspazieren. Aucune femme enceinte ne passerait des heures à se promener au cimetière. Sondern es wird hingehen, wo gute Luft ist. Mais elle irait là où il y a un air bon. Wo eine gute Luft da ist. Où il y a un bon air. Wow. Wir werden prophetische Zeiten haben. On va avoir des temps prophétiques. Mehr und mehr hier. De plus en plus ici. Wo diese gute prophetische Luft da ist. Où il y a vraiment cette bonne air prophétique.
Und es werden mehr und mehr Leute kommen. Il y a de plus en plus de personnes qui vont venir. Die sind schwanger von Erweckung. Et ils sont enceintes du réveil. Und sie träumen Erweckung. Et ils rêvent du réveil. Und sie beten Erweckung. Et ils prient le réveil. Und sie prophezeien Erweckung. Ils prophétisent le réveil. Wow. Es ist hier. C'est là. Mm. Atme es ein. Inspire. Es ist hier. C'est là. Mm. Du bist nicht berufen, in Friedhöfen zu leben. Tu n'es pas appelé à vivre sur les cimetières. Ich sage es, weil einige Leute da sind. Je le dis parce que certaines personnes ici. Du bist so richtig so deutsch, pflichtbewusst. Tu es vraiment comme ça allemand, responsable. Und du möchtest alle Tage im Friedhof den Staub wegmachen. De préférence, tu voudrais enlever la poussière tous les jours au cimetière. Vielleicht hat dich Gott dorthin gerufen. Peut-être que Dieu t'avait appelé là-bas. Aber jetzt kommt die Zeit. Mais maintenant un temps nouveau vient. Du bist kein Friedhofbesucher. Tu es pas un visiteur de cimetière. Sondern du möchtest auf diese Berge gehen. Mais tu voudrais aller sur ces montagnes. Wo du Weisung von Gott bekommst. Où tu sais que tu vas recevoir de Dieu. Wo du Weisung von Gott bekommst. Où tu sais que tu vas recevoir de Dieu. Lass uns einen Moment heute Abend noch Gott anbeten. Laissons encore un moment. Restons dans la présence de Dieu encore. Morgen früh um 10 Uhr. Demain matin, 10 heures. Kommen die Beter zusammen. Il y a les prieurs qui vont se rassembler. Die Fürbitter. Les intercesseurs vont venir. Und wenn Leute den Ruf haben, dazu zu kommen, dann kommt dazu. Alors si des gens ont aussi l'appel à venir, venez. Wir haben die stärkste Zeit morgen um 10. Le temps le plus fort que nous avons, c'est demain matin, 10 heures. Und das macht immer etwas aus für den Abend. Et ça a toujours une influence pour le soir. Wenn du ein Fürbitter bist. Et si tu es un intercesseur. Und es brennt für Reich Gottes bauen. Et ça brûle en toi pour construire le royaume de Dieu. Dann sei willkommen. Alors sois le bienvenu. Wir werden nicht für dich beten. On va pas prier pour toi. Wir werden keine Seelsorge machen. On fait pas de la cure d'âme. Wir werden lernen, in die Gebetsarmee zu gehen. On va apprendre à aller à la, dans l'armée de prière. Amen. Amen. Lass uns einen Moment heute Abend noch Gott anbeten. Restons encore un moment dans la présence de Dieu. Adorons-le encore. Gott segne euch. Dieu vous bénisse. Auch die zu Hause. Aussi vous à la maison. Auch die, die heute Abend anrufen wollen. Aussi ceux qui veulent téléphoner ce soir. Und sagen, das Kind der Erweckung ist bei mir zu Hause angekommen. Et nous dire, l'enfant du réveil est arrivé chez nous à la maison. Ich bin schwanger geworden. Je suis enceinte maintenant. Zu Hause. Chez moi, à la maison. Der Heilige Geist hat's gemacht. Le Saint-Esprit l'a fait. Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben. See you.
Jesus.
mein Herz nur dich allein begehrt. Jesus, du bist die Gerechtigkeit, Leben in alle Ewigkeit. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Es ist Jesus, der die Blinden sehend macht, der die taube Ohren öffnet. Der die tauben Ohren öffnet, der die Blinden sehend macht, der Lahme gehend macht, der Gefangene befreit. Der Gefangene befreit. Du wirst Gefangene befreien, mein Sohn, meine Tochter. Du wirst Gefangene befreien. Durch dich werden taube Ohren geöffnet werden. Durch dich werden blinde Augen sehend. Ein Volk, das in der Dunkelheit sitzt, wird sehend, wird den Erlöser sehen. Und er heißt Jesus. Für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz, für Frankreich. Jesus ist der Herr. Jésus est Seigneur. Amen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Eine starke Botschaft der Erweckung. So gibt sie weiter. Abonniert unseren Kanal und schreibt uns, wenn ihr krank seid, auf gemeinde@dietaube.org. Euer Anliegen und wir werden beten für euch. Ihr sollt geheilt sein in der Gegenwart Gottes. Und wir sagen Tschüss, Goodbye und auf Wiedersehen.